Mein Forschungsgebiet ist die Proteomics und das bedeutet, so viele Proteine wie möglich auf einmal zu analysieren und dadurch den Zustand der Zelle beschreiben zu können. Ja, wir benutzen Massenspektrometrie und das kann man sich vorstellen wie eine Waage. Da misst man das Molekülgewicht der Substanz, die man untersuchen will, und wir wollen die Eiweißstoffe untersuchen. In der Erbsubstanz sind die Informationen nur gespeichert, wie man diese Proteine macht. Und wir können die jetzt untersuchen mit Hilfe der Massenspektrometrie. Und das ist unser Spezialgebiet. Diese Entwicklung der bioinformatischen Methoden ist vielleicht das Wichtigste, was wir in den letzten Jahren gemacht haben.